Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 56 von City Skylines. Ja, wir sind wieder drin im Spiel und ich habe mal so zwischendurch eine neue Grafikkarte gekauft und es sieht irgendwie ein bisschen heller aus, das Ganze. Ich gehe fast von aus, dass es an meiner Grafikkarte lag, aber bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe dann mal in die Optionen geguckt und in den Optionen meine ich vorher eigentlich nicht das Gameplay Tag-Nacht-Zyklus gesehen zu haben. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wir können das ja mal testen, wie das damit ist. So. Also, was mir auch aufgefallen ist, die Stellen hier um der Mülldeponie, die sehen etwas anders aus. Vor allem, wenn man rauszoomt, sieht das richtig dreckig aus. Das meine ich, wäre sonst nicht so gewesen. Kann aber natürlich auch sein, dass das mit irgendeinem Patch, den das Spiel aufgespielt hat, was ja automatisch geht, damit zu tun hatte, ne? Also, ich weiß es nicht. Oh, hier sind schon ganz viele Häuser und die haben alle keinen Strom. Das ist schon mal ganz schlecht, ne? Da müssen wir was tun. Angeschlossen ist es rein technisch, das heißt, uns fehlt irgendwo der Strom in Hinsicht Kraftwerke. Hier, da oben, da hinten, da hätten wir besonders viel. Oh, da geht sogar noch ein Windrad hin, ne? Dann machen wir das doch mal, oder? Ich werde da mal ganz viele nebeneinander versuchen, so viel wie möglich nebeneinander zu stellen. Eins geht noch, oder? Nee, leider nicht, da ist die Landesgrenze. Ist noch schwarz, kann man jetzt durch das Blaue natürlich wieder nicht sehen, ist klar. Aber ich glaube, es wäre auch nichts verkehrt, in der Nähe noch was zu haben, weil der Wind pustet ja relativ viel, ne? Okay, das ist ja schon mal etwas. Und dann brauchen wir natürlich ein paar Strommasten von da bis nach da und dann ist alles gut, oder? So, dann sollten die hier auch jetzt Strom kriegen. Ah ja. Jo, die Kraftwerke haben es geschafft. Okay, dann müssen wir natürlich hier mal ganz viel abreißen. Mal alles machen hier. Da ist auch noch einer. Ja, wir brauchen noch mehr ungebildete Arbeiter, oder wie ist das? Ja, auch. Ja, das wird so eine Lebensaufgabe wahrscheinlich sein, das hier abzureißen, ne? Oder aber wir haben mal irgendwann genug Arbeiter, die... Und da war einer leider daneben. Passiert schon mal im Eifer des Gefechts, ne? Okay, läuft. Da haben wir noch drei. So, und jetzt sind alle glücklich. Aber die anderen gehen auch noch weg. Da wird schon wieder neu gebaut. Das ist wichtig, weil da sind wahrscheinlich auch viele ungebildete Arbeiter, ne? Ja. Kommen überall noch welche dazu. Das ist prima. Müssen wir mal schauen. Gehen wir mal gerade überhaupt drüber gucken. Da ist auch noch eins, was weg kann. Da ist ein Feuer gewesen. Ja, das brennt noch. Da kann ich es also nicht abreißen, während es brennt. Hier ist es schon abgebrannt. Dann können wir es auch wegmachen. Da ist alles im grünen Bereich. Da auch. Sieht gut aus, oder? Ah, da ist noch irgendwo eins. Gut, ist weg. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass wir hier irgendwo nicht so. Das ist wirklich nur das eine Industriegebiet. Selbst hier oben, diese Erzindustrie, da laufen genug hin. Und jetzt haben wir es erstmal. Gut. Wo liegen die weiteren Probleme? Das wäre jetzt die Frage. Strom sieht gut aus wieder. Wie sieht es mit der Wasserversorgung aus? Das geht auch noch. Ja, Bildung.
Bildung ist schlecht da oben, ne? Da ist gar eine schlechte Bildung. Das ist aber richtig gut, weil wir brauchen ja ungebildet. Oh, guck mal, was jetzt hier schon wieder passiert ist. Ah, ich weiß, warum kann das sein? Nee, wir sind nur auf Stufe 1. Ich dachte, das wäre jetzt deswegen. Weil wir letztes Mal haben wir aber schneller gemacht, ne? Aber wie soll man denen denn hier Herr der Lage werden dann, wenn die da alle ewig zumachen? Das kriege ich doch nie in den Griff dann, oder? Ich bin ja eben mal am Abbauen dann. Ja? Müssen wir noch mehr Ungebildete machen. Da sind schon Gebildete ohne Ende. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir da noch einen Straßenzug irgendwo hinkriegen, ne? Wir haben ja dahinter noch Platz. Naja. Jetzt müssen wir nur da hochkommen. So. Straße geht dann darüber. Jetzt müssen wir ein bisschen schicker machen hier mit so einer Kurve oder sowas. Okay, machen wir erst nach links, ne? Ne, machen wir mal so. 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 Ja, weiß nicht, ja? Ne, ich glaube, das lassen wir erstmal. Hier will ich irgendwie nochmal eine Auffahrt machen, ne? Zur Autobahn. Das müssen wir erst so lassen. So. Und so. Soll erstmal reichen, ne? Gut. Wie man jetzt sehr schön sieht, ist es gerade dunkel geworden. Die Karte ist dunkel geworden, aber da, wo wir bauen, sieht man aber alles noch ganz gut. Und jetzt werde ich mal gerade schnell in die Optionen gehen und das mal ausmachen. Und dann ist es hell. Also es hat was damit zu tun. Es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus, nicht nur mit dem DLC, sondern der ist so reingepatcht worden wahrscheinlich auch. Aber ich finde das mit dem Tag-Nacht-Wechsel eigentlich gar nicht mal so schlecht. Deswegen möchte ich ihn gerne drinnen lassen. Bringt ein bisschen Leben ins Spiel, oder? Ist er jetzt an oder nicht? Oder ist er erst bei der nächsten Nacht wieder an? Oder scheint jetzt hier der Mond? Na jetzt. Ne, da muss ich die mittlere Maustaste nehmen, ne? Um das. Ah, geht aber gar nicht, hä? Mit Z geht's. Ja, man sieht jetzt nicht. Ja, man, das ist ja, wenn man hier so reinzoomt, das ist ja schon ein ganz cooles Spiel so zu sehen, ne? Das Leben hier auf der Straße und so kann man ja machen, ne? Da stehen die Autos und so, ne? Sieht natürlich noch besser aus, wenn man das Blaue ausmacht, ne? Ja, da laufen die Leute hier vorm Haus und so, ist schon krass. Krankenhaus. Gut, hier ist irgendwie Nebel des Grauens oder so, keine Ahnung. Hier müssen wir jetzt aber erstmal weitermachen. Damit wir Bevölkerungswachstum haben, ne? Andere Seite auch noch. Da kann überall Hochhäuser hin. Ja, das sieht schon mal gut aus. Die schreien jetzt gleich natürlich alle nach Wasser. Da will ich nichts bauen. Da bauen wir was. Die Straße soll mal weiter durchgehen irgendwann. Vielleicht müssen wir die auch mal größer machen. Dies machen wir wieder weg. Das machen wir, das machen wir. Und da kann dann auch noch was hin. Das machen wir nicht. So, ich glaube, dann haben wir hoffentlich genügend Stellen. Na, machen wir das auch hier? Ich weiß nicht. So. Und von da machen wir es nach dort. Und dann
Brauchen wir es da ein. Und dann passt das. Wasser kriegen sie auch. Schon bauen sie. Strom ist ja hier auch in der Nähe, wegen den Hochspannungsleitungen. Die können da gleich eigentlich weg in dem Sinne. Da kriegen wir den einen Masten abgepressen. Nicht wirklich, oder? Muss ich da erst drauf, um die Stromleitung abreißen zu können? Ah, guck mal, hier ist sogar eine kleine Strombrücke. Das würde bedeuten, ich könnte es alles abreißen. Nee, das war jetzt verkehrt, glaube ich. Hier und da muss ich noch verbunden lassen. Sonst haben wir ein Problem. Ja. Ja, jetzt wächst da noch ein Haus. Vielleicht wird es dann mit dem Strom ja auch besser. Jetzt kriegen sie auch wieder Strom, ja. Es ist natürlich hier nur ein ganz kleiner Pfad, ne? Vielleicht lassen wir besser doch das hier stehen erst. Weiß nicht, wenn hier ein Haus kommt, könnte es vielleicht dann auch noch passieren, ne? Dass da eine Verbindung ist. Dann würde ich ja sagen, okay, alles im grünen Bereich. So. Das ist alles geklärt. Wasser ist auch überall. Also wollen wir erstmal mehr. So, aber hier kann schon wieder der Bagger wüten. Schick, dass wir das daneben. Und schon wird es wieder dunkel. Ja. Schwierig hier, ne? Ich hätte gerne die Agrarindustrie ein bisschen besser gehabt noch. Wie ging das jetzt mit dem Z, ne? Nein, genau umgekehrt. So ein bisschen mehr von der Höhe hätte ich das gern gehabt und dann reingezoomt. Ist das jetzt abzureißen? Sieht wohl so aus. So. Die Kühe schreien schon. Ich nehme wahrscheinlich den Stallklaue. Ja, also das müssen wir auch noch irgendwie hier im Griff kriegen, ne? Aber wie? Kann ja nicht sein, dass wir so alle drei Tage sozusagen einmal durchforsten müssen, um alles wegzureißen. Irgendwie brauchen wir mehr Arbeiter, oder wie? Ja, schade, das war daneben. Vielleicht wird das ja nochmal was, weiß ich nicht. So, SimCity, nee, SimCity ist es gar nicht. City Skylines bei Nacht so oder morgen Sonnenaufgang, ich weiß nicht, wo Osten ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, da geht die Sonne jetzt unter, oder? Gucken wir mal. Wo ist sie denn? Da hinten ist sie. Geht, glaube ich, unter, oder? Ja. Die geht unter. Genau. Also es gibt Nacht-Tag-Zyklus. Nur das Problem, was wir hatten mit der anderen Grafikkarte, dass man nicht sehen konnte. Die Nacht war doch dann tiefschwarz. Hier sieht es dann ein bisschen besser aus. Obwohl das mit den Autos ja auch interessant ist. Der Lichtkegel ist jetzt hier hinter dem Auto und nicht vor dem Auto, ne? Oder vor dem Auto ist er auch. Hier, ne? Ist schon interessant gemacht. Naja, aber voll angeleuchtete Windräder von unten. Der Strom, den sie produzieren, wird gleich wieder verballert, indem sie angeleuchtet werden. Naja, okay, also, das muss irgendwo reingepatcht sein. Ich habe gar nichts gekauft und ich habe auch nichts, kein Mod installiert oder sowas. Das gehört ganz einfach zum Spielinhalt wohl. Finde ich richtig cool. Vielleicht ist es ja auch nur irgendwie so 4 Wochen, damit es siehst und dann kaufst du den DLC, ne? Könnte auch sein. Hier sieht es natürlich krass gerade mit Autos aus. Naja, okay. In dieser Häuserschlucht. 6-spurig und geht nicht voran, ne? Und eine der Spuren wird noch nicht mehr benutzt. Ah, der Bus. Das ist wahrscheinlich die Busspur gewesen. Alles klar. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.